Hallo, hallo, hallo. Hallo, weiter geht's mit Drakensang Online. Willkommen da, ich bin der Lars. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Part. Wir befinden uns hier in der Stadt, wo wir letztes Mal waren. Und das Spiel kommt mir gerade sehr laut vor. Ich weiß nicht wieso. Moment, ich muss kurz vielleicht den Sound so runterregeln. Wir gucken mal kurz auf die Einstellung, bevor ich irgendwas hier verkacke und der Sound zu laut ist. Okay, wir haben hier Lautstärke, gehen noch einen Ticken runter. Das passen wunderbar. Was haben wir denn hier für neue Sachen? Was? Gilde die Zuschauer? Nein. Gilde die Zuschauer? Nein. Was haben wir hier für einen Erfolg? Beziehungsweise für ein Event? Fallende Preise. Oh, hier das schon wieder. Okay, was haben wir hier? Ah, annehmen. Alles klar. Ich habe mich einen Tag lang nicht eingeloggt. Oh mein Gott, ich habe meinen Bonus nicht bekommen. Ich sollte erschossen werden. Worden auch, aber werden. So, was haben wir? 250, töte 100 für die Gegner. Das nehmen wir an. Wunderbar. Errungenschaften, Quest, alles klärchen. Was haben wir denn für Quest offen? Wir müssen zu den Weiden hier. Alles klar, wo sind die Weiden? Ab ihre Weiden, los Weiden, los geht's, Leute. Ab geht die wilde Fahrt. Ich will loslegen. Da oben geht's los. Ja, weiter geht's mit Drakensang Online. Mit mir, dem wunderbaren Lars. Das Feedback war großartig. Ihr habt Bock drauf, ich habe auch Bock drauf. Und dann können wir weiter rumrotzen. Und leg mal los, einige meinen. Was? Was? Wilder Wald? Wo ist denn jetzt hier Questlog? Alle Tasten durchspam. Oh Gott, ich bin wie ein Noob. Ich bin auch Noob. Q, Questlog. Wir müssen zu den Weiden. Das sind aber nicht die Weiden, wo ich hin muss. Ich muss, da unten hin. Okay, nicht zum Dungeon, sondern unten. Das ist auch noch eine Quest. 2, 3 Quests noch. Oh mein Gott, Lars. Du übersiehst ja alles hier. So, weiter geht die Scheiße jetzt. Rotzen wir richtig raus. Immer noch 3 Spells hier am Start. Das ist gut. Oder auch nicht. Wir können hier nochmal kurz schauen. Wir haben hier... Oh, wir können reinskillen. So viel macht man mit ein paar Duellen? Alles klar. Weiß ich Bescheid. Ganz viele Duelle machen. Hier haben wir noch eine Quest. Die nehmen wir natürlich an. Wunderbar. Da oben sind noch 2. Nehmen wir auch noch an, solange das Questlog nicht voll bis oben hingeballert ist. Können wir das jemand... Oh, ein Bär. Da tanzt der Bär. Da steppt der Bär. Oh mein Gott, ich will auch einen Bären. Bären sind bestimmt cool. Ich hatte noch nie ein Reittier in diesem Spiel. Die König das sind Arena-Quests, die brauche ich ja nicht. Hätte ich die mal vorher angenommen, bevor ich beim letzten Part Arena-Sachen gemacht habe. Ich bin sehr schlau. Dankeschön. Wie gesagt, vielen Dank für die glorreichen, genialen Tipps von euch. Ja, ne? Ich bin halt ein Noob und weiß halt nicht, was abgeht, deswegen... Wir werden es schon reinfinden, Leute. Wir werden es reinfinden, wir sind gerade wieder neu in dem Spiel und man muss es natürlich ganz locker easy angehen. Und irgendwann werde ich den Pro-Gamer-Skill haben und einfach alles vergenussferke. Was haben wir denn jetzt hier für Quests? Finde Quellhof in den Bababab und sehe nach, ob die noch dort ist. Alles klar. Einfache 5 Lichter, habe ich schon gemacht. Sprich mit... Oh, ich muss da mit dem sprechen. Schlage jetzt mal die Untote aus dem alten Friedhof in den... Alles klar. Was haben wir hier noch? Das ist eine andere Quest. Die hat hier mit nichts zu tun, sondern mit den Grotten. Das heißt, es geht wieder los. Muss ich eigentlich mal draufklicken? Egal, weiter geht's. Los! Jetzt wird geschlitzt. Jetzt wird geschlitzt. Jetzt wird geschlitzt. Was ist denn für einer hier? Der Pedo ist am Start. Alles klärchen. So. Mal kurz M drücken. Was haben wir hier? Hier ist der alte Friedhof. Da müssen wir sogar hin. Müssen wir Leute umklatschen. Von daher, no way, no go. Ab geht die wilde Fahrt. Irgendwie ist gerade alles tot hier. Mysteriös. Alles ist tot. In diesem Spiel. Wieso denn nur? Ist gerade echt alles tot. Ist das Spiel wieder zu leise? Ich habe keine Ahnung, Leute. Wenn der Sound nicht passt, tut es mir leid, mal jetzt beim letzten Part lauter oder so. Aber irgendwie war es komisch. Aber wir haben unsere Frostnummer wieder am Start. Kenne ich ja noch, ne? Und dann haben wir den hier. Dann machen wir den hier. Butz, Schlitz und tot. So gefällt mir das. Das ist ein geiler Dorsch. Wer ist denn dieser Dorsch? Ein magisches Item. Warte. Ist das Haupthandstab? Ist das zweihändig? Es ist einhändig und ihr wisst, was das bedeutet. Was? Haben wir nicht noch eine andere Hand? Egal. Was machen wir hier auf kurz? Was bekommen wir hier? Einen Ring? Alles klar. Angezogen. Was bekommen wir hier? Irgendwas anderes Blaues. Alles klar. Einfach mal anziehen. Jetzt kann der Scheiß weg. Jetzt sind wir wieder einhändig unterwegs. Aber uns fehlt... Ach, das sind die Essenzen. Das ist die Nebenhand, ne? Waffen... Ist das doch jetzt die Nebenhand oder sehe ich das falsch? Ne, das ist nicht die Nebenhand. Das ist so ein... Was ist das bitte? Ah, das kann man auch Waffen machen. Alles klar. Hatte ich nicht eine Nebenhand? Habe ich die verkauft? Ich hatte doch mal eine. Egal. Laufen wir halt ohne Nebenhand, werden irgendeine finden. Das passt schon. Das ist okay. Das ist es okay und wir schießen endlich mal wieder schnell. Und wir machen etwas Damage. Das gefällt mir. Dieser Speed ist am geilsten. Also zwei Jahren kann ich bislang keine guten Erfahrungen, beziehungsweise habe ich keine guten Erfahrungen mit dem Scheiß, weil man einfach mit zwei Jahren viel zu langsam ist. Müssen wir hier rein? Kleine Gruft.
Da wird rumgeschreit, ich hab Angst vor Zombies, ich will da nicht rein, deswegen lieber nicht. Wir sollen doch hier am Friedhof welche töten. Friedhof, hier, töten. Axt haben wir schon, alles klar. Töten wir doch erstmal. Dann schlitzen wir uns durch. Ja, so gefällt mir das. So verrecken die alle. Sehr, sehr geil. Ja, Leute, rein da. Boots! Wunderbar, ja. Wie gesagt, ich werde mich jetzt hier durchquesten, so gut es geht. Ich werde zu hoch leveln, wie ich Bock habe, wie ich Spaß an dem Spiel habe. Und dann irgendwann sind wir übermächtig, dass wir einfach nur jeden destroyen und hart in den Popo picken. Ich weiß auch nicht, beziehungsweise wie lange es dauert. Mit wem ich es mache. Und wie stark ich dabei abspritze. Das werden wir alles sehen im Laufe dieses wunderbaren Let's Plays. Also Tipps, wie gesagt, gerne gesehen. Jemand hat geschrieben, Lars, kauft dir nicht Essenzen, sondern Gems oder so ein Scheiß. Kauf dir Gems für deine Waffe. Die kannst du dann immer wieder rausnehmen. Oh, schwere Kampfessenzen nehmen wir gleich mal und setzen sie fort ein. Das wird ja am meisten lohnen für Adamant. Einer hat gesagt, kauf dir lieber einen dicken Pimmel. Weißt du, es gibt viele Sachen und ich muss jetzt mal schlau machen, was so abgeht. Ich weiß nur, es gibt irgendeinen Boy hier am Start. Ja, nicht alles hier der Friedhof. Ne? Warum sind hier so wenig Mobs? Kann ich nicht in den Dungeon reingehen und da die Mobs klatschen? Sollten doch eigentlich die gleichen sein. Ist auch auf dem Friedhof. Es gibt, glaube ich, auch diesen komischen 20% mehr XP-Boy. Ist so ein Begleiter, den man am Start hat. Hatte ich mit meinem Kundi, da habe halt immer mit meinem Kundi. Und das Geile an diesem Spiel ist, wenn man Geld dafür ausgibt, ist es immer nur charaktergebunden. Nicht accountgebunden. Und das finde ich nicht so geil. Oh, hier gibt es Quests. Cool. Verteidigen wir sie einfach mal, oder? Zählt das dann? Okay, das zählt das auch zu der Quest. Moment, mit den 20 Boys hier am Start. 90? Ja, ich glaube, das zählt. Alles klar. Was? Da ist hier noch jemand. Hör bitte auf, die junge Dame zu schießen. Ich soll die verteidigen. Also hör bitte auf. Oh, es kommen viele. Das kriegen wir hin. Die hat ein bisschen schon verloren an HP, aber ist noch alles im Rahmen des Machbaren. Wir sollten lieber die Boys wegklatschen. Aber welches Level haben die denn hier? Wir sollten die Boys wegklatschen. Wieso? Weil die ganz einfach AOE Range fucking... Oh, shit. Immer schön die Boys wegklatschen. Sie stirbt! Nimm Heiltrank! Nimm Schwanz im Mund. Was passiert hier? Sie stirbt! Hör auf zu sterben! Oh Gott, wir sind da. Hör auf zu sterben! Oh Gott, ich will auch nicht sterben. Alle müssen sterben. Oh mein Gott. Hör auf zu sterben. Ich auch. Alle aufhören. Aua. Böse. Hör auf. Nein. Aua. Dankeschön. Drop so einen Scheiß hier. War es das? Oh Gott, das war's. Habe ich die Triche bekommen. Und 6 Adamant. Das ist ja unfassbar. Für 6 Adamant hat sich das hier gelohnt. 6 fucking Adamant. Was ist hier drin? Kleine Gruft. Alles klar. Hier haben wir noch einen Gegner, den wir auf jeden Fall klatschen können. Für die Quest. Das gefällt mir. So, einmal kurz rein. Den hier. Sehr gut. Einmal kurz. Die halten auch schon viel aus und die machen... Aua, aua, aua. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hört auf. Diese komischen Range... Warum treffe ich die nicht? Diese komischen Range-Baller-Boys sind halt ziemlich krass. Muss aufpassen. Was für eine Scheiße hier. Was für eine Scheiße. Ich habe keine Heiltränke mehr. Ich habe sie alle benutzt. Und zwar im PvP. Das ist voll unfair. Ich schieße daneben. Aua. Aua. Hört auf, da ist eine Kugel. Heal. Dankeschön. Hört auf. Aus. Bei Fuß. Sitz. Platz. Oh, ich laufe wieder rein. So, down. Du willst aussterben. Tschüss. Daneben. Schlecht. Und tot. Easy. Ohne irgendwelche Probleme. Ich gehe erstmal nicht mehr hier rein. Das ist mir zu gefährlich. Ich habe so viel Angst. Und bevor ich jetzt die ganze Zeit hier verrecke oder irgendwann noch verrecke, mach ich es lieber nicht. Wir sollen hier Mobs hier klatschen. Wir sollen hier Mobs hier klatschen, deswegen machen wir das hier. Boots, haben wir down, haben die Quest fertig. Sehr, sehr gut. So, nächste Quest angehen. Und zwar den Hof finden, das haben wir auch fertig. Das ist in den Grotten, deswegen den Hof finden. Wo ist denn der Hof? Ich mach dir den Hof. Da unten ist ein Hof. Ein Bauernhof. Deswegen gehen wir da unten zu dem Bauernhof. Unten links können währenddessen da die Quest abgeben, die da rechts sich befindet. Und können bestimmt eine wunderbare, neue, geile Quest. Hallo, schieß nicht auf mich, du alter Pedo. Mann, weißt du? Der läuft dir da mal her. Dann läuft sie da einfach so her und sofort schießen irgendwelche Leute auf ein. Das ist nicht geil. So, aktiviert. Alles klärchen. So, komm her. Auftraggeber. Was bekomme ich dafür? Level up! Einfluss mit... Oh, ich habe Teleport. Ich habe Teleport. Teleport dich sofort zu... Deiner
Ziel. Was? Deine Zielposition? Achso, ich habe gerade Zielperson gelesen. Sonst bekommen wir noch neues Teleport. Ja, und noch was? Plus eins. Rein skillen und nichts Neues. Sehr, sehr geil. Ich will den Blitz. Ich will den Blitz. Wann kommt der Blitz? Wo kommt Teleport hin? Auf welche Taste? Auf welche Taste kommt denn Teleport? Kann man hier jetzt nicht irgendwie Tastenbelegung machen? Moment. Tastenbelegung. Da. Schnelltaste 6. Schnelltaste 6 ist F. Ja. F für Flash. Hohohoho. Weißt du? Kennst du ihn? In LOL F, Flash? Der Lars war wieder, ne? Da kennt er sich aus. So. Wunderbar. Was hat denn das für ein Cooldown? Gleich mal nachjucken. Ablenkzeit, was stand da? 10 Sekunden. Alles klar. Alles klar. Hier, easy. Outplayed. Outplayed. Leute, jetzt sind wir am Start. Wir können uns teleportieren. Jetzt sind wir richtig am Start. So, und weg. Sehr schön. Du willst auch noch kommen? Komm her. Komm mal. Kennst du ihn wieder? Leute, ich hab den Skill. Ich hab den Skill auf 100.000. Ich schieb's hier alles weg. Na, kommt doch her. Kommt doch her, Jungs. Kennst du ihn schon hier? Kriegst du in die Fresse. Kriegst du hier noch ein paar von? Dann kriegst du den hier noch in die Fresse. 2, 3. Tot. Die halten viel aus oder ich mache wenig Damage. Eins von beiden. Ich glaube das zweite. Was? Willst du von mir? Komm alle zusammen, Jungs. Komm zusammen. Moment, auf Kuna warten, Jungs. Alles klar. Mein Jung. Und rein, Auen. Und gib ihn. Gib ihn Kante. So, alles down. Lehrlingsroute. Scheiß die drauf, eine Nebenhand. Ich brauche auf jeden Fall eine Nebenhand. Jetzt mit Teleport können wir... Oh, das was. Oh, was magisches ist das? Das ist eine Kappe. Nein, ist es nicht. Das ist irgendwas anderes. Hier, Schultern. Wir haben jetzt geilere Schultern. Jetzt sind sie richtig geil. So, und rechts müssen wir hin, wissen wir. Bescheid. Gehen wir mal hin. Nebenhand Wayne. Kennt ihr ja. Wayne. Richtig Wayne. Dr. Wayne im Wayne Train. Hier ist ein Kollege. Der wird wieder auf mich schießen. Ich hab's genau gesehen. Hier, kommt her, Jungs. Kommt her. Eingefroren. So, und Level 6er. Das ist ja kein Problem für mich. Level 6 ist für mich ein easy Snack. Oh, es reibt sich. Lars, der alte Battle Rapper. Wie, ich komme nicht vorbei. YOLO. Guck mal hier, kann ich reinbootsen. Oh, daneben. Ein paar Kills klauen. Warum? Weil ich voll fies bin. Sehr gut, Gold mitnehmen hier, beziehungsweise Münzen. Was gibt's denn jetzt hier Tolles? Gibt's hier irgendwas Tolles? Sind die Überlebende im Fass hier? War ich nicht schon hier mal im Fass mal? Ich meine doch. War ich nicht hier schon mal? Ich hab doch hier so ein Kind rausgeholt. So ein Baby. Er schreibt, hey. Alles klar, kann ich antworten? Weil das ja sogar F antworten. Wer weiß. Jetzt zu spät. Ich kann nicht antworten. Oder. Hey. Ja. Voll hey. Wo muss ich denn hin zu irgendeinem. Moment. Questlog abchecken. Erschlage den Hauptmann. Nein. Kleine Gruft. Das muss ich in die kleine Gruft. Alles klar. Erhalte 5 Lichter. Haben wir schon. Finde ihr das Quellhof in den. Und siehe nach, ob sie noch dort ist. Junge Frau. Meine Freundin Irna. Ja, wo ist denn jetzt der Hof? Irnas Hof. Ist der hier irgendwie abgebildet? Irnas Hof. Das ist der alte Friedhof. Hier ist der Bauernhof. Und wo ist jetzt... Ich weiß es nicht. Irgendwo hier muss noch ein Hof sein. Wir sind irgendwie falsch. Hier haben wir das Baby rausgeholt aus dem Fass. Von dem alten Rahmenvater. Den ich gerne mal umklatschen würde. Wo gehen wir jetzt hin? Map ist schon wieder ausgeschaltet. So, es ist wieder am Start. Geh mal nach links einfach. Irgendwo muss es ja sein. Oder nach rechts. Guck mal, das macht immer so ein Geräusch. So Ding. Das ist cool. Vielleicht hier unten? Hier, wo das Hexenhaus war vielleicht? Ja. Wunderbar. Oh, muss ich sogar mit der alten Tussi noch sprechen. Wo ist sie denn? Ach, ich musste mit dem Kochtopf, beziehungsweise mit dem Kessel. Und das ist so gemerkt für den Kessel. Und jetzt Berichte, blablabla. Alles klar. Kommen wir hier rüber eigentlich mit Teleport testen? Easy. Ich glaube, man kann später sogar 2-mal teleportieren. Oder sogar 12-mal. Von da ist man als Mage auf jeden Fall geil dabei. Diese Fragen. Im Video so welche Fragen. Was soll ich denn dazu sagen, Leute? Es ist alles, was kostet und was man sich da kostenlos holt, ist illegal. Deswegen macht's nicht. Nein, macht es nicht. Das ist nicht gut. Das ist nicht legal. Deswegen macht es doch bitte nicht. Alles klar. So, gehen wir zurück in die Stadt. Werden dort erstmal allen berichten, dass wir am Start sind. Die Stimme ist schon höher, glaube ich. 45. Die junge Dame oder der junge Herr, wie auch immer.
hat sich gerade eben verwandelt in irgendwas anderes, wieso auch immer. Vielleicht wollte er einfach mal an sich selbst rumspielen mit Titten und so weiter, wisst ihr Bescheid. So, hallo Städtchen, wie geht's so? Wir müssen hier keine Quest abgeben hier in der Stadt? Was? Warum nicht? Wo muss ich denn hin? Die nehme ich an. Die nehme ich an. Wo müssen wir den ganzen Scheiß Quest abgeben? Ach, in Grimfort, Grimfort, ja, hier ist Grimfort, Scheiß. Ich kann mich hier nicht teleportieren. Was bedeutet denn das Glücks? Das Kleeblatt da unten. Glück bedeutet, dass man ein Glücksspiel machen kann. Glücksspiel ist illegal und ist suchtgefährdend. Ist hier Glücksspiel? Angebot einsehen. Aha. Wir vermünzen, um eine Entscheidung zu fällen. Alles klar. 100. Es ist ein bisschen zu teuer für mich. Kann man ja später mal testen. Diesen ganzen Scheiß hier. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich glaube, das ist auch neu. Das gab es früher auch nicht. Es hat sich viel geändert, seitdem ich nicht mehr dieses Spiel gespielt habe. Vielleicht sind sogar jetzt die Zwerge zu gebrauchen. Wer weiß. So, hier. Ab nach Grimm. Was? Reisen kosten was? Ah ja, ich bin ja kein Premium mehr. Deswegen. Ab in die Stadt. Gerade war alles glücklich, fröhlich und alle haben getanzt. Und hier voll die Scheißstimmung. Über Tod und Zerfall. Ich muss in die Ecke bei der alten Dame hier. Die Mary, ich bin so alt. Fick mich dann. So, haben wir es gemacht. Sehr geil. Ich wollte eigentlich heute Level 10 machen, aber scheinbar schaffen wir das nicht. Was haben wir jetzt für Quests offen? In die Grotten, in die kleine Gruft. In die Grotten. Dann ab in die Grotten. Wo sind die Grotten? Mir ist Grotten schlecht. Wo sind die Grotten? Einfach mal King. 3 Silber? Was? Ist ja voll der Wucher hier. Katakomben, wilder Wald, die königliche Arena und ich gehe jetzt einmal noch Arena machen. Ich nehme kurz die Quest da oben an, gehe noch einmal Arena machen, dann beenden wir den Part an der Stelle, damit ich euch kurz zeige, wie geil ich bin. Ich bin der beste Spieler EU West, deswegen werde ich es euch kurz beweisen. Ich klatsche den aus dem Bild. Hier, ach, königliche Arena. Ach, königliche Arena, das willst du von mir. Hier, ewigen Sturm mache ich nicht. Hier, Sturm der Festung mache ich auch nicht. Das habe ich jetzt angenommen hier für eine Scheiße alle. Königliche Arena. Nimm 30 Mal an Arena kämpfen. Das kann man Gruppe gegen. Okay. 15 Mal Gruppe gegen Gruppe. Was bekomme ich dann? Ehrenrüstung des Durischen Ritters 1. Verwandlungsrotze oder was? Egal. Ist das die normale Arena? Was ist denn das jetzt hier? Okay, das ist was anderes. Ich werde jetzt normal PvP machen. Eine Runde normal PvP. 1-on-1, Duell, ich habe Teleport. Kann ruhig ein Zwerg kommen, die ganze Zeit wegläuft. Jetzt wird er aus dem Bild geklatscht, Leute. Aber richtig, was ist denn mit dem los? Ist der nackt? Oder ist das ein Osterhase? Der war ein Osterhase. Ein Osterhase auf so ein komisches Ding, ne? Ich gehe mal einen trinken hier. Apfelsaft. Hier, wisst ihr Bescheid? Werbung, guck mal, ich habe hier einen blauen Fleck übrigens. Und noch so was anderes. Das hier ist von, sieht man das? Ja. Das hier ist von Abstützen auf meinen Schreibtisch, weil der im Eck ist. Und das ist ein blauer, schwarzer, komischer Fleck, weil ich mich gestoßen habe. Geil, wa? Meine Fresse. Ihr seht mich intim. Oh! Prost. Kurzes Schlückchen. So, los geht's. Rein da. Lass, wie kannst du im Let's Play was trinken? Ja. Indem ich den Mund benutze und da was reinfülle. So, los geht's hier. Bin gespannt. Was? Was ist für eine Scheiße? Die haben Verbindung abgebrochen oder was? Oh! Das war ganz klar ein Sieg für mich. Das war ein Sieg für mich. Moment, kriege ich Punkte? Ich kriege keine Punkte. Wieso? Was ist denn hier? Der verursachte Schaden deiner Angriffe gegen Spieler ist um 15% erhöht. What? Was haben wir hier? Der erlittene Schaden durch Spieler ist um 15%. Ja, natürlich 15% mehr Damage muss da geskillt werden. Verbesserte Grund. Kampftechnik. Der verursachte Schaden an Spielern ist um 33%. Und hier 10%. What the fuck, Alter? Voll OP diese Fähigkeiten. Richtig OP-Scheiße. Gefällt mir. Habe ich jetzt die 100 Bäusche weggeklatscht eigentlich? Hier, für diese Errungenschaften? Ne, für diese hier? Ne. Muss ich auch nochmal an, Leute. Ich habe noch so viel zu tun, das ist unfassbar. Das ist echt unfassbar. Wir kommen nicht voran. Wir müssen zu diesen scheiß Grotten. Und die Grotten sind noch hier unten irgendwo. Ja, dann brechen wir das erstmal ab hier. Wie kann ich abbrechen hier, PvP? Abbrechen hier. Machen wir später, wir können uns auch irgendwo am Arsch der Welt anmelden. Und werden erstmal zu diesen komischen Grotten gehen. Die sich ja bestimmt hier irgendwo befinden. Und werden nochmal kurz nochmal die Mobs töten, bevor das vorbei ist. Sind hier diese Scheiße hier? Da sind die Grotten ja wohl. Die sind rechts da unten, passt.
Bevor natürlich alles scheiße ist. Wisst ihr Bescheid, ne? Hier sind noch Monster, kommt doch her. Jungs, kommt doch mal her! Weißt du, ihr braucht immer so lange. Und rein. Ich sage euch immer wieder, kommt doch her. Weißt du, hier gibt's Paddy, ich hab Brüste, ich hab Titten, ich hab alles am Start, ich hab ein Loch. Und ihr kommt nicht. Jungs, ihr kommt einfach nicht. Was, könnt ihr bitte verrecken? Dankeschön. Da ist ein Mage und nebenan hält halt nichts aus. Ist halt nicht ganz so gut. Oh, verbesserte Kette. Eine verbesserte Kette. Immer nicht meine Kette, deswegen angezogen. Ups, falscher Knopf. Entschuldigung. Teleport. Ab geht's. Oh, hier ist eine Ecke. Die Ecke mit was drin. Errungenschaften tägliche. So, noch ein paar. 88 haben wir. Wir haben 88 Monster getötet. Ja, die sind auch scheiße. Die halten voll viel aus. Ohne Witz. Die sind zu OP. Hört bitte auf, so OP zu sein, Boys. Ihr macht zu viel Aua. Also Mage wird auf jeden Fall ziemlich krass zu spielen. Ich weiß nicht, ob das nur zum Anfang so ist. Aber er hält halt gar nichts aus. Es ist halt der pure Damage-Dealer. Was sind das denn für Leute hier? Was ist denn los mit euch? Und ich denke mal, dass man später Probleme haben wird, weiß ich gar nicht. Oder ob man sich da so durchdrückt, das kann ich auch nicht sagen. Auf jeden Fall scheint der Mage nicht ganz so leicht zu sein. Zumindest zum Anfang. Weil man doch schon dick in die Fresse bekommt. Alter, da können wir nicht reingehen, Alter. Wir sind viel zu low. Alter, was ist denn los mit uns? Wir müssen noch einen hier umklatschen. Kurz ein paar Mobs. Dann sind wir weg. Machen Arena-Fight noch, oder? Ah, ist schon voll spät, Alter. Alter, Digga, was ist los mit euch? Digga, Alter. Kennt ihr das? Digga. Oh, fertig. Sehr geil. 750 uraltes Wissen. Willst du mich denn verarschen? Yo! Läuft. OP, was haben wir hier? Okay, das wird angezeigt, dass wir da fertig sind. Guck mal, eingefroren. Gut. Dann machen wir uns auch kurz so für die Arena. Machen noch einen Arena-Kampf. Dann sind wir richtig geil dabei. Ich hoffe mal, ich kann, während ich in einen Kampf bin, beitreten. Das weiß ich nämlich nicht. Welches Level bist du, Jung? 45. Läuft bei dir. Gucken wir doch mal. Wir gucken uns mal um. Die Fertigkeit ist nicht bereit. Guck mal, kannst du ihn schon? Ausgetrickst. Und dein Leben geschossen. Und auf die Zunge gebissen. Läuft bei mir. Alter. Ich habe mir gerade echt auf die Zunge gebissen. Nicht gut. Bin ich Mana. Jetzt. Könnt ihr bitte jetzt einfach verrecken? Könnt ihr bitte jetzt. Dankeschön. Noch was Grünes gedroppt. Hier irgendwelche Handschuhe. Mal gucken kurz, was das ist. Mehr Rüstung angezogen. Sehr, sehr geiler Dorsch. Hier kurz rüber. Kommt her, Jungs. Mir gefällt der Damage gerade gar nicht von meiner Tussi, ne? Sie macht null. Die hält nichts aus und macht kein Damage. Was für eine Bitch. Mit Ding in den Mund. Meine Fresse. Hallo. Was ist denn los mit der? Das ist ja richtig schlecht. Das ist ja richtig schlecht, was die hier macht. Also ich kann mich teleportieren und so ein Scheiß. Mach aber null Damage. Oh, Duell. Beitreten. Rein. Scheiß auf die Mobs. Rein da. Kurz mit den Erfolgserlebnissen. Wenn ich jetzt diesen Boy noch umklatsche, geht's los. Hier, wo kommt immer die Scheiße hier? Runde beginnt jetzt. Los geht's. Los geht's. Runde 1. Werden wir schnell machen. Hier, eingefroren. Und daneben geschossen. What? Hör auf mich zu schießen. Hör auf mich zu... Was macht denn der bei Damage? Guck mal, hier weggesniped. Der ist irgendwo dahinter. Wie viel HP hat denn der noch? Der hat gar nichts mehr. Oh, weggesnackt. Easy. Oh Gott, der hat voll viel Damage gemacht. Da sollten wir lieber ein bisschen ausweichen, weil im 101 bzw. voll draufkloppen gewinnt er, weil er den 2 hat. Wo auch immer wir machen, der war kein Damage. So, Jung. Komm her. Komm her, mein Jung. Was machst du da oben? Mein Junge, was machst du da oben? Was machst du? Ja, getroffen. Die war gut. Alter, ich schieße auch nicht da, wo ich hinschießen will die ganze Zeit. Alter, wir haben beide Aiming des Todes, ne? Trotzdem gewinne ich. Jo. Zwei Runden, kurz gesnackt. So läuft das hier, weil es ist halt normal bei mir. Ich gewinne immer. Ich weiß. Tschüss hier. Da, hier. Das bekommen wir. Ja, natürlich. Unverwundbar. Ach komm. Pff. Was war denn das für ein Gegner?
Ich meine, egal wer kommt. Egal wer da kommt. Und 15% mehr Damage. So gefällt mir das, Leute. Was kostet das, um das wieder wegzuskillen? Hätte ich einfach zurücksetzen für gar keine Kosten? Premium lässt grüßen, scheinbar. Ist wohl nicht mehr so bekannt, Premium, oder? Schaut sich keine, beziehungsweise... Was bringt denn jetzt Premium überhaupt noch für einen Vorteil? Muss ich mir später mal durchlesen, weil... Es bringt ja nichts mehr. Wie gesagt, irgendwas, sowas in der Art hier mit 5 mehr Schaden oder sowas sollte ich mir kaufen. 10 mehr Schaden und meine Waffe reinsockeln, weil es scheinbar sehr geil ist. Müssen wir gucken, was da abgeht. Adamant aufstocken, ich habe so dick sitzen, Leute. Das war's von dem Part. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Seid ein Haufen Super Nester Boys. Bis zum nächsten Mal.